Servus, Savadi Kap und Ai Gude. Ich bin der Stefan, das ist mein Videotagebuch. Mich hat's erwischt. Nein, nicht die Liebe. Ich bin überfallen worden, bestohlen worden, ausgeraubt worden, wie immer man es nennen möchte. Was passiert ist, erzähle ich euch gleich. Hier ist der Tatort, ihr seid dabei und jetzt geht's los. Ja, Freunde, jetzt hat es mich erwischt. Nein, nicht in der Liebe. Ich bin überfallen worden, ausgeraubt worden, bestohlen worden, nach wahrscheinlich dem ältesten Trick der Welt. Ein Arbeitskollege von mir hat mir vor 12 Jahren erzählt, was ihm auf Mallorca passiert ist, mit einem Wurstbrötchen in der Hand. Und genau das Gleiche ist mir hier in Pattaya passiert. Hinter mir ist der 7-Eleven, da war ich einkaufen, gehe zurück in mein Hotel, zwischen Hotel. Normalerweise ist es hier ruhiger. Zwischen Hotel und dem 7-Eleven ist noch eine kleine Seitenstraße. Aus der Seitenstraße kam ein Moped oder ein Motorroller mit einer Frau drauf, nämlich genau hier auf dieser Seitenstraße. Hält an der Seite an, sagt: Hey Mister, ich denke, sie hat ein Problem, ich kann ihr helfen, sie will irgendwas wissen. Und sie kommt auf mich zu und sagt: Boom, boom. Sage ich: Nein, no boom, boom. Und sie geht weiter auf mich zu, greift mir direkt zwischen die Beine, bekrapscht mich überall. Ich hatte eine Hand voll, ich konnte mich mit einer Hand wehren, bin zurückgewichen. Und sie immer hinterher und immer mich bekrapscht. Boom, 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 boom. Der ganze Vorgang hat 30, 45 Sekunden gedauert. Dann ist sie wieder auf ihrem Moped verschwunden. Ich komme auf mein Zimmer zurück. Und nicht nur die Frau mit Moped war verschwunden, mein Geld war auch weg. Gott sei Dank bin ich immer sehr vorsichtig. Also ich habe kein Portemonnaie dabei. Ich habe keine Kreditkarten dabei. Ich habe keine Bankkarten dabei. Ich habe immer nur das Geld dabei, das ich wirklich ausgeben will. Dummerweise war ich beim 7-Eleven einkaufen und hatte Tausende dabei. Das Wechselgeld, 900 Euro in meiner Tasche, war weg. Ein Verlust von 25 Euro. Ich werde es verkraften. Ich betrachte es als Lehrgeld. Lehrgeld zahlt hier jeder. Aber Freunde, aufpassen. Wenn euch eine Frau um den Hals fällt, schaut nach, ob die Kette noch da ist. Wenn euch eine Frau am Arm zerrt, schaut nach, ob die Uhr noch da ist. Greift euch eine Frau zwischen die Beine. Guckt nach, ob euer Geld noch da ist. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Und dann erzähle ich euch, wie ihr hier zu einer Wohnung kommt und was es kostet. Tschüss, euer Stefan.